Diese wunderschöne Yacht, die werden wir jetzt für euch erkunden. Wir sind auf der Boot 2023 zusammen mit Sandra Capella Pershing, ein Produkt von der Ferretti Group. Und Ferretti Yachts machen unter anderem Pershing, machen Itama, Riva, CRN, Custom Line, also ganz, ganz viele Boote, Schiffe, Yachten. Und dieses hier werden wir jetzt mal wirklich für euch auf Herz und Nieren testen, ob der Name denn auch das verspricht, was drin ist. Hier ist Sandra Capella, grüß dich Sandra. Hallo. Hinter uns am Stand von Sunseeker, glaube ich, sind wir hier. Princess. Genau, von Princess, ja. Princess Sunseeker, also alles das findet ihr hier in Halle Nummer 6 und natürlich auch die Ferretti Group. Und alle diese Schiffe sind über den Rhein tatsächlich hier reingeschippert und dann über den Big Willy reingezogen worden in Halle Nummer 6, die direkt hier ist am Rhein, also längs des Rheinufers, spezialisiert für diese Messe hier. Und sie findet auch übrigens, glaube ich, in Frankreich nochmal statt, die gleiche Messe, die Boot. Und zweimal im Jahr gibt es die Boot, einmal, glaube ich, in Frankreich und einmal hier. Genau, in Cannes, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, sonst hätte ich es jetzt erwähnt. Ist da, also nicht, dass wir was Falsches sagen. Guckt mal rein. Aber das ist alles neu für uns. Und mittlerweile am Tag Nummer 4 haben wir schon einiges rausbekommen und wissen, wie diese Messe hier so langsam funktioniert. Also man kriegt Yachten, man kriegt Boote aller Größen. Und hier, da kann man sogar unter die Yachten schauen. Du siehst also, wie sind sie beschaffen, was ist alles dran. Und sie sind nagelneu. Wer hat die denn geputzt? Weil die kommen ja alle aus dem Rhein raus. Ja, das frage ich mich auch. Und die werden wahrscheinlich auch noch regelmäßig auf der Messe hier poliert, oder? Ich glaube, jeden Tag. Da gibt es mehrere Teams, die die reinigen, überprüfen, gucken, dass alles in Ordnung ist. Und auch hier von der Linienführung her stark. Da von der Seite. Also hier sieht man es auch mal von der Ebene, wie sie wahrscheinlich im Hafen liegt. Aber das Coole ist, sie sind auch noch so angeordnet, als ob sie gleich abheben würden. Ja, aber echt. Also, sieht toll aus, als würden die im Wasser schweben. So, große Fenster. Was wir gelernt haben, es gibt 3 Decks üblicherweise, aber hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob es da ganz oben noch hoch geht. Aber das Flydeck hier, das ist komplett geschlossen. Und dann gibt es ja das, glaube ich, Main Deck, wie es da ist. Main Deck, das Lower Deck und das, die Flybridge oder Sport. Sportdeck, genau. So, und hier vorne ist sie. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ist es jetzt die 6X? Ist es die GX? Es sieht aus wie eine 6 und hat auf jeden Fall 2x1550 PS von MAN und auch den Preis werden wir gleich mal erfahren, wo wir hier ungefähr liegen. Pi mal Daumen. Ich bin mal gespannt. Da ist der Zugang hier zum Schiff. Und es ist auf jeden Fall relativ umkämpft. Es ist wieder mal so ein Schiff, wo man sagen muss, es ist ein kleines, nettes Sportboot, also ein Rennboot fast von der Optik her. Also gar nicht so das ganz große Wohnboot, sondern eher, ja, Spaß, oder? Absolut, aber ich glaube, wohnen kann man da auch gut drauf, oder? Wenn ganz bestimmt. Wenn man ins Lower Deck mal reinschaut, da sind bestimmt ein paar Zimmerchen und Bäder verborgen. Es gibt ja viele Grundrisse, die speziell fürs Wohnen ausgelegt sind, aber auch viele Grundrisse, muss man sagen, die für den Spaß sind. Und auch hier eine große Liegewiese direkt hier. Geh ruhig mal drauf, also dich mal filmen. Der Einstieg sehr einfach von der Seite für Sandra Capella. Sie dreht ihre Beine in Richtung See, lehnt sich an diesem wunderschönen Kalkkissen, was hier mit dabei ist. Ich muss mal gucken, das ist eine ganz neue Art der Moderation, weil ich ja normal von Wohnmobilen spreche. Aber es ist, steht hier ganz gut. Du bist Mediengestalterin, Print Digital bei uns und machst ganz viele Videos in letzter Zeit. Und dann habe ich dich gefragt, magst du mitkommen? Da hast du gesagt, kein Problem, mache ich. Natürlich, da sage ich doch nicht nein, oder? So, wir gehen mal kurz rein. Auch hier, was interessant ist, ist das Design immer ein bisschen anders. Du hast hier Ferretti Group, die hier mit dabei ist. Und dann siehst du hier Sichtcarbon bei dem Tisch. Und das sind so die kleinen Details, die wirklich direkt mal ins Auge fallen. Intarsien aus Holz, Sichtcarbon mit dabei. Der Tisch natürlich ausklappbar.
Und hier sieht man sehr schön, da geht es in den Maschinenraum runter. Da kann man mal schauen, hier sind dann die Motoren drin. Und da wollen die Leute auch mal reingucken. Wenn da natürlich zwei MAN-Motoren damit drin sind, die richtig powerful sind, dann wollen die Leute auch mal gucken, wie es da drin denn aussieht. Ja. Hallo? Da geht es dann runter. Das schenken wir uns aber jetzt. Also die Maschinen und Motoren, die haben wir schon ganz oft gesehen. Also der MAN ist natürlich hier gesetzt als Standard. Hier oben hast du Navigationssysteme mit drin, Satelliten, Funkantennen und so weiter und so fort. Dann direkt ins Auge fällt natürlich hier dieses ganz tolle Vordach, was du mit dabei hast, mit einer eingebauten Kederleiste, dass du hier auch alles ja zumachen kannst, wenn das Wetter mal nicht ganz so schön ist. Und hier könnte was sein. Guck mal, der Spiegel ist schon drin. Hier könnte der Grill sein, ne? Aber der ist nicht da. Der ist noch nicht eingebaut, so viel muss man sagen. Unten ganz viele Schränke. Kühlschrank von Vitrifrigo eingebaut, das Ganze mal zwei. Hallo. Hast du mal ganz kurz den Preis für uns hier? Mit was sollen wir denn rechnen hier? Ja, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich bin aus Holland und wir... Ach so, da gibt es keinen Euro, oder? Der ist da nicht da. Das ist genau, ja. Dankeschön, vielen Dank. Das war eine diplomatische Antwort, bitte. So muss ich sagen. Vielen Dank. Aber den werden wir noch in Erfahrung bringen, den Preis. Das ist ganz sicher, denn wo wir ungefähr liegen, ist, man kann immer nur schätzen. Hier siehst du Fusion, das ist ein spezielles Soundsystem, was hier verbaut ist. Das natürlich ganz unauffällig hier von GL Audio, dann noch von JL Audio dann noch ein paar Lautsprecher integriert hat. Guck mal hier, alles wasserfest. Mhm, ja. Es soll ja nicht auffallen, das Ganze. Dann fährt automatisiert hier eine Wand hoch, die alles hier verschließt. Da, die ist da drin, also über eine Mimik, die dann reinkommt. Und ja, auch hier tolle Polster, tolle Stoffe, weiß mit hellem Holz auf dem Boden. Richtig schick. Und das hier ist Leder, diesmal eine Ledercouch. Wenn du mal kurz mal dran schnüffelst, ob das Leder ist. Kann man. Es riecht nach Leder? Ja, das ist Leder. Es ist Leder. Also richtig schön, eine große Couch hier mit drin, die aber auch so groß ist. Hier kann man sich mit ganz vielen Leuten auch dran setzen. Und was natürlich sehr schön aussieht, sind diese Rennsitze, die mit dabei sind. Du hast ja richtig Power drin. Pershing steht drauf. Und hier siehst du auch, Kamerasysteme sind hier verbaut, dass du das auch steuern, navigieren kannst. Alles ein bisschen mehr auf Rennboot, auf wirklich große Fahrt ausgelegt hier. Guck mal, das Carbon-Lenkrad, so ein kleines Detail, was du siehst. Ja, das ist hier eine Nummer sportlicher als bisher, ne? Und hier an der Seite siehst du dann den Joystick, wo beide Personen das Schiff auch steuern können. Das hast du schon gelernt. Und die eigene Achse mit Bug und Heckstrahlruder. Genau. Aber das hatten wir auch noch nicht, dass das direkt so am Sitzen in der Mitte. Finde ich aber auch wichtig. Das muss definitiv so sein. So, und wir gehen mal nochmal zurück auf das Polsterelement. Kann man die Leute durchgelassen. Und hier siehst du die Sitzbank. Sie beginnt hier. Geht denn hier über die Seite rüber und erstreckt sich komplett über die ganze Breitseite dieses Schiffes hier. Und dann hast du den Blick auf den Fernseher gegenüber, der über dem Cabrio-Dach, was jetzt geöffnet ist, dass du natürlich auch schließen kannst, wenn es mal Nacht wird oder die Stechmücken kommen. Und da auch wieder eine riesengroße Scheibe, ne? Ich zeig das mal gerade. Bleib mal genau da stehen. Ich film dich mal ganz kurz hier, dass man mal ungefähr mal die Dimension hier erkennen kann. Also wenn man hier drin sitzt, ganz den Raum mal zeigt, der erschließt sich also hier linke Hand das große Sofa, rechte Hand dann das Schranksystem. Und wenn du da mal so einen Schrank mal bitte öffnest für mich, dass wir da mal reinschauen, was da so alles reingemacht werden kann. Da siehst du, also da ist noch ein bisschen Technik mit drin, Weingläser verstecken sich dahinter. Dürfen nicht fehlen. Alles ist eingefräst. Ich komme mal zu dir. Warte mal, ich zeig das mal gerade. Das ist so ein kleines Detail, das man auch hier mal sieht. Ganz schick, oder? Mhm. Und guck mal, hier auch noch ein Kühlschrank. Das ist wahrscheinlich... Ist das ein Wein? Mhm. Mit Gefrierfach. Der Fernseher lässt sich natürlich komplett dann auch versenken. Hier unten... Und Sandra, es ist mal wieder soweit. Du musst uns bitte aus dem Hafen navigieren. Das wäre sehr nett, wenn du das machen könntest. Nimm doch mal bitte Platz und zeige mal, wie es funktioniert. Dazu hast du hier eine Trittstufe wie beim Friseur. Das kennst du, als du normal klein warst.
Ich weiß nicht, ob du noch daran erinnern kannst. Ja, nee, die gibt es aber immer noch, oder? Für kleine, gibt's immer noch. Kleinere Leute, die einen angenehmen Aufstieg haben. Ich glaube sogar für alle. Also wenn du hier sitzt, dann zeige ich mal gerade, die Beine sind so ungefähr einen Meter über dem Boden. Baumel, baumel. Und dann hast du deinen Joystick hier mit dabei und schaust auf dein Cockpit. Das ist ja schon fast wie in einem Space Shuttle, so ein bisschen, ne? Ja, absolut. Das ist echt krass. Fühlt sich wie auf dem Raumschiff. Krass. Und hier, wie die Armaturen, dass die direkt so... Warte, ich komme auf deine Seite perfekt hier. Perfekt. Da sind hier... Sind, ohne, dass man sich irgendwie nach vorne lehnen muss oder so. Dann bist du wie daheim am PC. So. Genau, wenn ihr hier Playstation... bloß leider in echt. Bloß in echt, ja, krass. Und hier auch noch die, was man hier machen. Ah, das geht noch nach vorne. Trim. Und hier ist auch noch. Du kannst damit das Boot trimmen. Du kannst also sagen, wenn es ein bisschen zur Seite ist, du hast es falsch gepackt und während der Fahrt, dass es gerade im Wasser liegt. Ach so, das ist mit diesem. Wie mit den Klappen hin. Okay, cool. So oben Leder, guck mal hier so kleine Details. Ja, komplett. Schön verarbeitet und dann natürlich das Navigationssystem hier mit drin. Das brauchst du nicht mehr anzufassen. Das ist natürlich hier die Bug- und Heckstrahlruder, dann Hardtop auf und zu. Das kannst du hier mitschalten. Und ja, gar nicht schlecht. Guck mal hier vorne, da ist es abgestellt. Wir gehen mal runter, schauen uns mal an. Es gibt mehrere Etagen hier und ergibt sich hier von oben direkt mal linker Hand die Küche. Damit die auch ja nicht stört, hat man sie eine halbe Stockwerk versetzt. Ja, und die, da fällt schon auf, die ist so schön hell und schön offen. Bisschen anders als bisher. Bisher waren die ja eher dunkel, in dunklem Holz gehalten oder in dunklen Farbtönen und hier schön hell. So, und das war ja vorher auch Riva, was wir gesehen haben. Hier jetzt eine andere Stilwelt mit Grau und Braun. Ah, will nicht auf. So. Geht wahrscheinlich nicht auf, oder? Könnte sein, dass das verschlossen ist, aber unten geht's auf. Hier geht's auf. Da geht's auf. Wegen der Spüle, guck mal, das ist genau, wahrscheinlich nur eine Blende. Ja. So, eine ganz tief gezogene Spüle von Foster diesmal. Und das Armaturenelement, falls es einer kaufen möchte, von Hans Grohe. Das könnt ihr euch denn zu Hause installieren. Da habt ihr einen Teil der Yacht. Ein ganz kleinen Teil der Yacht. So, Bosch, Geschirrspüler mit drin, ein Induktionskochfeld und hier noch eine Mikrowelle von Panasonic, die NNJ19 KSM für alle, die nachkaufen möchten, um einen Teil dieser Yacht zu besitzen. Ein bisschen Yachtfeeling zu Hause, ne? Natürlich 230 Volt an Bord. Hier ist bestimmt der Kühlschrank. Ne? Ja, Haushaltskühlschrank und noch ein bisschen Stauraum. Mülleimer hast du auch schon gefunden? Die Mülleimer habe ich noch nicht gefunden. Aber das sieht doch ein Mülleimer aus, oder? Das könnte Mülleimer sein. Wahrscheinlich kannst du dem von der Seite. Okay, nein! Ist auch noch nicht. Okay, also an. Getränke, stehende Getränke. An Kühlschränken und Gefrierschränken mangelt es hier auf keinen Fall. Kannst du uns von minus 30 auf plus X einstellen. Also kannst du mit Gefrieren und Kühlen. Dieses kleine, dezente Fenster muss man auch mal zeigen. Guck mal hier, wie schön das verarbeitet ist, wie das spiegelt. Echt schick. So, wir gehen in, das könnte jetzt Master oder VIP sein, das lasse ich jetzt mal offen. Aber es sieht mit diesem quergestellten Bett natürlich so aus, hat riesen Platz mit drin. So, wir tauschen mal gerade, dann könnt ihr hier rein. Genau, das wäre hallo. It's a nice boat. Very nice, hat er gesagt. Und auch hier, guck mal hier, ein paar Schränke mit drin. Kann man die öffnen? Sag mal bitte. So, man drückt. Pushlocks. Bisschen Technik. Sicherung. Das zu. Wobei es, glaube ich, auch irgendwie aufgeht. Nur die Frage ist, wie. Du kommst mir vor wie so Diebe, die testen wollen, wo das Geheimfach ist. Ja, alles mal drücken und testen. Vielleicht finde ich ja noch eins, ne? Geht's auch nicht. Hier geht's auf. Da geht's auf. Viel Stauraum. Mhm. Kleiner Fernseher drin. Und ein begehbares Bad mit zwei großen Schiebetüren, die der Sandra ermöglichen, auch ihrem Morgen-Abend-Nachtgeschäft nachzugehen. Wenn du in die Disco gehst und dich dann schick machst, kannst du das hier
in deinem persönlichen Badezimmer machen. Mit Ausblick. Oh, guck mal, das ist cool. Das ist eine Mimik. Also wenn jetzt hier die Folie auch nicht am Boden wäre, wird es auch nicht quietschen. Und dann ergibt sich hier übrigens noch ein Spiegel auf der Seite hier. Das könnt ihr gerade sehen, da bin ich drin. Mensch, wir haben noch 11% Akku. Nicht schimpfen, also 11% lang noch für 20 Minuten. Ich glaube, die werden wir noch brauchen, um das zu zeigen. Großes Queensbett hier an der Seite. Die Dusche natürlich mit einer Kacheloptik. Ganz kleine Fliesen drin, die so eine kleine Struktur hier drauf haben. Dann haben wir schon oft gesehen, eine Sitzbank. Genau. Kann man sich hinsetzen und das mal die Beine rasieren. Die Füße schrubben ganz ordentlich. So, Ablauf, auch das kann man anheben und zum sauber machen. Macht wahrscheinlich keiner selber, der so eine Yacht besitzt. Oder doch? Mal sehen. In den seltensten Fällen, glaube ich. So, hier unten drunter, das Bett ist indirekt beleuchtet unterm Bett. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Und auch das gleiche Leder wie oben nochmal wiederholt im Bereich Bett. Hier, da könnt ihr es sehen. Also das ist schon schick. Dann drunter viel Stauraum, das ist das Waschbecken und auch hier, schau mal, das Wasser. Das Wasser entgleitet hier in diesem Fall über einen kleinen Wasserfall. Mhm. Also nicht nur schnöde aus dem Wasserhahn rauskommt, sondern es fällt runter, ist wie zu Hause so ein bisschen. So, dann große Spiegel. Hallo, da sind wir. Heute ist übrigens der 26. Januar 2023. Der Thron darf es natürlich auch nicht fehlen. Auch da musst du ab und zu mal hin. Mit Toilettenpapierfach. Wo? Wo? Sag mal. Da ist das Klopapier. Okay, und da ist uns die Bürste. Falls er da. Das noch nicht. Und großer Spiegel. Damit du dich hier die ganze Zeit betrachten kannst. Schminken kann man sich auch hier drin. Im Sitzen sogar. Das würde gehen. Ein bisschen. Gut, man wird sich da vielleicht ein bisschen den Hals verrenken auf Dauer. Aber hier siehst du. Wirklich jeder Millimeter Raum ist hier genutzt und das Ganze wunderschön. Also wirklich, hier guck mal, da ist noch ein Kleiderschrank, Sandra, auf der Seite. Ich glaube, wir erkunden das fast noch besser als die meisten, die das hier mit dem schnellen Rein-Raus machen, weil wir wirklich alle Schränke öffnen und das mal zeigen. Das ist so angewinkelt vom Boden, ne? Genau. Ich habe erst gedacht, der Teppich liegt nicht richtig, aber es ist wohl ein Effekt. So, hier großer Schrank, Spiegel und ein kleiner Tresor mit Badschlüssel ist hier eingebaut. So, wir erkunden mal die weiteren Schlafzimmer. Natürlich mit einem großen Schlafzimmer hier. Küche haben wir schon gezeigt. Hier haben wir eine Dusche. Mit Spiegelschränken und einer Regendusche hier mit eingebaut. Und dieses Bett, was jetzt mal schräg eingebaut ist. Und das schafft natürlich so viel Raum hier drin, weil du vorne ja sehr, sehr spitz bist. Und dadurch kannst du so viel Raum nutzen hier wie in keinem anderen. Und durch den Spiegel, das wäre mir vielleicht zu intim, dieser Spiegel, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich jetzt hier schlafe und... Da hätte ich gerne einen Vorhang, vielleicht vor dem Spiegel, sonst muss ich mich ja dauernd sehen. Und jede Menge Schränke, die wahrscheinlich auch nur teilweise zum Öffnen sind, genau. Weil der Winkel es nicht zulässt. Genau, ja, stimmt. Könnte so sein, ob es denn so ist. Also das kannst du öffnen, das Ganze an der Seite wahrscheinlich nicht. Und nochmal Stauraum hier, riesenbegehbarer Kleiderschrank. Ja, ein bisschen klein der Fernseher, aber dafür hast du den Spiegel. Dafür hast du den Spiegel. Guten Tag. Und diese wunderschönen Fenster, die hier eingebaut sind von Amare. Notausgang hier oben drüber. Ja, let's go. Gibt es noch eine Kabine? Haben wir eine vergessen? Badezimmer. Habe ich schon gefilmt, war ja, schon drin. Schon? Und hier ist eine kleine Kabine, dann gehen wir da mal ganz schnell rein. Dann könnt ihr gleich in die Hauptkabine reingehen. Sprague Leonard? Nee, auch nicht. Englisch? Englisch? Deutsch. Deutsch. Ja, ich habe gestern schon interviewt. Echt? Ja. Du warst das? Ja, ich war das. Sehr schön.
So, ich guck mal gerade hier vorne, aber auch hier zwei Längsbetten mit drin, Fernseher mit eingebaut und Kleiderschrank auf der Seite und ein Zugang, ein extra Zugang hier zum Bad, zum Badezimmer, dass du dir teilst, nee, nicht teilst, sondern du hast ein eigenes Bad hier mit drin für dein Vergnügen. Riecht's gut. Hier riecht's gut. Was ist da drin? Das hier. Zeig mal gerade. Das ist Culti Milano Mare Minerale. Also wenn ihr diesen Duft nachvollziehen sollt, zeitgleich dieses Video schaut, dann kauft euch das. Spiegelchen und ein Rundwaschbecken hier vorne drin. Toilette. So, wir sind durch. Wir gehen raus und dann könnt ihr, wir tauschen mal. Dann könnt ihr hoch. Dankeschön. Schnell raus. Vielen Dank. Wir gehen mal außen rum und schauen mal, was es alles noch zu bieten hat auf dem Vordeck. Düdüm, düdüm, düdüm. Es ist mir schon fast hier ein bisschen zu dangerous, aber da ich ja, ja, ich liebe die Gefahr und deswegen gehen wir mal gerade nach vorne im leichten Gänsemarsch und zeigen euch mal, was vorne zu bieten ist. Auch hier eine Liegewiese mit Bullauge und viel Platz zum Lümmeln. Geh mal drauf, bitte. Dass wir hier mal Sandra sehen auf ihrer Liegewiese. Das Ganze in der Boothalle Nummer 6. Und auch hier sieht man, das Ganze kann man hier anwinkeln und kann sich dann nach vorne bewegen und auf den Anker schauen. Hier in der Halle. Warum ich so Respekt habe, ist nachvollziehbar, weil du bist hier schon hoch. Also es ist hier über allem. Wenn du hier mal umguckst, Sandra? Ach, ich kletter mal runter. Fall mir nicht hier runter, es wäre auf Band. Es ist schon hoch und das Geländer, guck mal, es geht mir knapp bis zum Knie. Also nichts für kleine Kinder. Wenn du das Gleichgewicht verlierst, dann... Zumal, weißt du, was Schlimme ist, hier ist ja kein Glas dazwischen, ja. Wenn das kleine Kind dann mal sich am Glas abstützt... Ja. Das war's denn. So, und hier... Ja, weil, mein Gott. Das Leben ist grundsätzlich eine Gefahr, wenn du vor die Tür gehst. Ob du jetzt von der Yacht fällst oder vom Stadtbus überfahren wirst. Ich glaube, dann ist von der Yacht fallen das abenteuerlichere Ableben. Boah, ich könnte drauf verzichten. Komm, wir gehen zurück, andere Seite. Wir sind am Stand von Ferretti Yachts und filmen dieses wunderschöne Boot. Die Techendaten werden wir nochmal ableiten. Vielleicht kriegen wir auch jemanden von Ferretti, der uns erzählt, was dieses schöne Boot hier auch kostet. Hier, Blick nochmal durch diesen kleinen Durchguck. Die Windschutzscheibe von, das ist der Hersteller, wenn ihr mal eine neue braucht. Jetzt hat man ja hier auf dem Wasser ein bisschen weniger Steinschlag, dann ist es nicht so schlimm. Aber so ein Hagel ist bestimmt ganz witzig hier, wenn die Frontscheibe reißt. Sandra, ich hab's gepackt, ich hab's überlebt. So, ja, gut. Da sind wir gehen raus. Und das ist übrigens eine Besonderheit, musst du feste drücken, ziehen und dann, warte mal, oder heben, anheben und, anheben. Und hoch. Anheben könnte sein. Nee, hier ist ein Profi. Ah. Eine ganz kurze Frage, du weißt den Preis zufällig hier? Sorry, I don't speak Deutsch. The price of the boat, of the ship. I don't know. You don't know. Es weiß niemand hier den Preis, aber das ist nicht so schlimm. Es ist bezahlbar für euch. Und hier übrigens kleiner Fun Fact, Drehstromanschluss. Hier ist die Einspeisung am Heck. Wo sollte sie sonst sein? Vorne wird sie wohl nicht sein. Do you know the price of this yacht? No, he doesn't know. Okay. Nee, er weiß auch nicht. Ist nicht so schlimm. Thank you. Thank you so much for filming. Do you know the price of the boat? No, I tell you, I don't know. Okay, er weiß auch nicht. So, vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert German Television. Noch mehr Videos könnt ihr sehen hier von der Messe Boot. Und ich glaube, wir haben jetzt alle gefilmt hier auf dem Stand, oder? Das war's jetzt. Das war's auf dem Stand der Ferretti Group.
Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Abonniert German Television. Das haben wir uns auch schon alles gefilmt. Könnt ihr sehen, demnächst in extra Videos. Und ich war ziemlich geflecht. Tschüss, Sander. Tschüss.